Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne eine neue Trend Edition von Essence mit dir zusammen ausprobieren. Und zwar die Good Vibes, Good Memories Trend Edition. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und genau diese Lidschattenpalette, die ich dir gerade gezeigt habe und die ich auch gleich testen möchte mit dir, kannst du in diesem Video gewinnen. Also bleib einfach dran und ja, dann erfährst du, wie du gewinnen kannst. Jo, ich habe jetzt mein Gesicht geprimed mit diesem Love Primer. Dann habe ich eine Foundation verwendet, die mir etwas zu gelbstichig ist, aber in meinem Probenprojekt drin ist. Dann habe ich einen... Entschuldigung. Erstmal alles umschmeißen. Ist vollkommen in Ordnung hier. Einen Concealer verwendet. Das ist der hier von Hey Honey. Den finde ich total super. Dann habe ich mein Gesicht gesettet mit dem Essence All About Matte Puder, was ich auch ganz gerne mal leer kriegen möchte. Das Ganze habe ich übrigens mit dem Bella Blender gemacht. Dann habe ich meine Augenbrauen gemacht mit dem Avon True Perfect Brow Powder Liner in der Farbe Light Brown. Und das Ganze dann halt anfangs erst mit diesem Benefit Brauvo Conditioning Primer geprimed und später mit dem 24 Brow Setter von Benefit drüber, um das zu setten. So, das habe ich jetzt gemacht, während ihr gerade nicht mit dabei wart. Und jetzt machen wir etwas, wo ihr mit dabei seid. Ja, macht Sinn. Genau. Und zwar verwenden wir hier die Essence Good Vibes Good Memories Eyeshadow Palette. So sieht sie aus. Ich finde, dass die Verpackung sehr schön ist. Also die ist sehr handlich. Die passt halt wirklich so in die Hand. Dann sind die Blumen, die hier drauf sind, zum einen natürlich wunderschön. Das passt sehr schön zu Frühling. Zum anderen ist das so ein bisschen uneben. Und wenn du so drüber gehst, du fühlst die Schrift und es fühlt sich richtig cool an. Dann klappst du die auf und dann steht da Bloom Baby Bloom steht da. Genau. Und dann hast du hier die 9 verschiedenen Farben. Das sind alles sehr nudige Farben, sehr tragbare Alltagstöne. Und da ist eine Folie drauf, die mache ich jetzt erstmal ab. Ja, ein Spiegel hast du jetzt nicht in der Palette mit drin, aber bei dem Preis muss auch kein Spiegel mit drin sein, finde ich. Ja, also jetzt beim Swatchen fällt mir auf, dass es tatsächlich alles schimmernde Farben sind. Aber das ist nicht schlimm, wenn das so zarte Farbtöne sind, finde ich. Also damit kann ich persönlich trotzdem einen Augenlook schminken. Und die Pigmentierung mag ich, weil die ist natürlich jetzt nicht so Kabam-mäßig, aber sie ist tragbar. So. Weil kein Spiegel drin ist, nehme ich den Spiegel von der lieben Fiona. Gut, dann fangen wir erstmal an. Und geben uns eine Art Base halt auf das Lid drauf. Das muss ich kurz nochmal, weil der Concealer so ein bisschen jetzt hier gecreased hat, beziehungsweise ja über dem Auge und darunter auch ein bisschen, obwohl ich den gesettet habe. Das ist ein bisschen schade, aber er ist halt sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Ne? Das eine will man, das andere muss man. Ich glaube, es gibt keinen Concealer, der wirklich gar nicht creased. Wenn du einen Concealer kennst, der gar nicht creased, schreib mir den mal unten in die Infobox, in die Kommentare rein. Dann schaue ich mir den sehr, sehr gerne mal an. Gebe ich mir als Basefarbe mal den hier oben einfach auf. Also Kickback in der Palette habe ich jetzt so nicht. Ich habe jetzt auch schön Farbe auf dem Pinsel. Und das gebe ich mir tatsächlich auf das komplette Lid bis hoch zur Augenbraue. Ich gebe mir das auch immer so ein bisschen hier schon in den Innenwinkel rein, um da so eine Base zu schaffen. Auch wenn das eine Schimmerfarbe ist. Ihr seht, die schimmert jetzt nicht so extrem. Ne? Das heißt, man kann es tatsächlich als Base auch in dem Sinne verwenden. So, dann nehme ich mir mal hier diesen etwas kupfermäßigen Ton an der Seite. Ein bisschen auf den Pinsel, also wirklich kein Kickback in der Palette. Finde ich wahnsinnig schön. Habe ein bisschen was auf dem Pinsel und gebe mir den hier oben in die Crease. Da die Farben so zart sind, lassen die sich wirklich auch schnell verblenden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei jetzt jedem selber überlassen. Ne? Also, dass die halt so zart sind. Ich persönlich bevorzuge es für den Alltag tatsächlich auch gerne mal so ein bisschen zartere Töne zu haben, die dann auch nicht so einfach Aufmerksamkeit erregen, sage ich mal, sondern die einfach ja sanft sind, da sind und einfach so ein bisschen Farbe ins Leben bringen, aber nicht zu viel Farbe. Dann wechseln wir mal den Pinsel. Da nehme ich jetzt hier einen von Essence, das andere war einer von iHeart Makeup. Dann gehe ich hier in die mittlere Farbe rein, in dieses Rot. Die hat ein bisschen mehr Kickback. Das schreit dann aber auch danach, dass sie ein bisschen mehr pigmentiert ist. Hab die jetzt ganz leicht hier auf dem Pinsel und setze mir die nochmal zur Vertiefung in die Crease rein.
Und dann mache ich das, was ich immer mit meiner zweiten Crease-Farbe jetzt mache. Und zwar tippe ich hier vorsichtig rein, gucke gerade in meinen Spiegel, gehe über meinen Wimpernkranz und ziehe mir quasi die Crease etwas höher, weil ich ja Schlupflider habe. Leichte Schlupflider, ne? Aber sie sind nun mal da. Und so öffne ich das Auge optisch ein bisschen. Ich ziehe mir das auch immer so ein bisschen bis hier nach vorne durch. Aber nur so im Winkel, ne? Damit man halt auch hier diese optische Öffnung einfach verstärken kann. Ja, und da das ein Blendepinsel ist, kann ich das auch schon so ein bisschen nach oben verblenden. Wobei die Farbe sich automatisch auch schon verblendet hat, während ich sie aufgetragen habe. Weil es wirklich, wie gesagt, zarte Farben sind, die einfach so ein bisschen frühlingshaft sind und ein bisschen einen frischen Look zaubern. Dann nehme ich meinen Finger und gehe hier in die Farbe neben diesem Rotton einfach mit dem Finger rein, hab's auf dem Finger drauf und gebe mir das hier außen einmal hin. Auch das ein zarter, zarter Braunton, den ich doch etwas intensiver verwenden möchte und dann halt nochmal reingehe. Den Ton gebe ich mir immer so ziemlich bis zur Mitte auf. So, dann nehme ich meinen anderen Finger, gehe hier unten in diese Farbe und gebe mir dann den Ton auf die andere Hälfte des Lides auf. So zart könnte man das jetzt in der Theorie lassen. Ich mache es aber noch ein kleines bisschen dunkler, indem ich in diesen Ton hier oben gehe, mit meinem Blendepinsel von eben, und das nochmal so ein bisschen da oben drüber setze, quasi nochmal in die Lidfalte rein, aber hauptsächlich hier so am äußeren Augenwinkel. Da muss ich ein bisschen mehr reingehen, weil ich da nicht allzu viel Produkt bekomme, das aber doch gerne etwas dunkler haben möchte. Den ziehe ich mir auch nicht so ganz bis vorne durch. Den verblende ich hauptsächlich hier im äußeren Winkel. So sieht das dann aus. Das ist wirklich sehr zart, passt sehr zu meinem Haarreif und sehr zum Motto meines T-Shirts. Oder wie auch immer man diese Dreiviertelarm-Shirts nennt. Keep it simple. So, Fallout habe ich nicht wirklich minimal nur. Dennoch wische ich mir das so ein bisschen mal weg. Nicht, dass man auch so punktuell irgendwie was hat, das fände ich dann blöd. So, dann nehme ich mir hier von Essence den Smudging Brush. Aber den finde ich so klein, den kann ich auch sehr schön für unter dem Wimpernkranz verwenden. Da gebe ich mir dann die Farbe, die ich jetzt gerade verwendet habe, dieses Braun rein. Und presse mir das an der Seite ran und ziehe mir das quasi bis zur Hälfte durch. So, dann habe ich quasi... Ja, hier siehst du wirklich das Schlupflid, ne? Das lässt sich nicht ändern, dann hat man da halt auch entsprechend die Schatten und wie auch immer. Aber das ist nun mal so. Und mache ich den Pinsel kurz ein kleines bisschen sauber, weil ich jetzt einen helleren Ton mir nehmen möchte. Und zwar den Ton, den ich hier vorne auch drauf habe. Das ist der hier vorne. Gehe da auch rein, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Kickback und gebe mir das auf die andere Hälfte. Und so ein bisschen auch als Inner Corner Highlight. So sehen dann die Lidschatten auf meinen Augen aus. Ja, ist ein sehr, 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 sehr dezenter Look. Ich schau mal so ein bisschen noch die Kanten hier oben verblenden. Da habe ich jetzt hier einen sauberen Blenderpinsel. Ja, muss man aber nicht viel machen. Also wie du siehst, da passiert jetzt auch nicht allzu viel, ne? Das ist jetzt erstmal nur so ein bisschen, um das Auge nochmal rund zu kriegen. Ja, aber es sind halt zarte Farben, da musst du nicht viel machen. Deswegen bin ich da auch schon fertig. Ja, jetzt mache ich mir mal eben kurz einen Eyeliner drauf. So, zu dem dezenten Look habe ich mir auch nur einen dezenten Eyeliner jetzt gezogen. Also nichts Wildes, ne? Nur ganz dezent von L.A. Health & Beauty Deluxe Full Color Superliner habe ich den natürlich verwendet. Den verwende ich irgendwie in letzter Zeit ständig. ja, ne? Dezenter Eyeliner. Und dezenter Augenlook. Jetzt habe ich noch eine Mascara, auch aus der gleichen Trend Edition. Die gibt es, glaube ich, auch im Standardsortiment, aber nicht in diesem Design. Das ist die Volume Stylist 18 Hours Curl and Hold Mascara, die jetzt anlässlich dieser Trend Edition etwas blumiger gestaltet ist, was ich sehr hübsch finde. Und die probieren wir mal aus. Ich finde das hier oben ziemlich cool, das ist sehr griffig. Und ja, das ist so ein gebogenes Bürstchen, ganz normales, ja, riecht gut, wie eine Mascara halt. Und die mache ich mir jetzt mal drauf.
So sieht das Ergebnis dann von Nahem aus. Ja, die Mascara ist wohl ganz nice, aber ich finde sie jetzt nicht überragend. Ich finde, dass meine Wimpern halt jetzt nicht so ganz so voluminös aussehen, aber länger haben sie auf jeden Fall bekommen. Ich habe die jetzt wie immer dreimal getuscht, das mache ich immer. Deswegen, ne, ich muss halt da auch irgendwo immer einen Vergleich haben. Und ja, also werde ich weiter benutzen, ist aber nicht mein absoluter Favorit, muss ich gestehen. Jo, jetzt mache ich mir mal eben Bronzer drauf, denn das wäre jetzt so der nächste Schritt, der anstehen würde. Also dieser Bronzer hat so gut wie gar keinen Effekt erzielt. Der ist dann scheinbar sogar für mich ein bisschen zu hell oder funktioniert mit der Foundation nicht. Das ist hier von Revolution, der Baked Bronzer. Jo, ich glaube, der hat sonst keine Farbbezeichnung. Der war in dem Revolution Adventskalender, den ich hatte. Und das habe ich aufgetragen mit dem Essence Bronzer Brush. So, und jetzt kommen wir zu etwas, was in diesem in der Trend Edition mit drin war. Und zwar habe ich hier zwei Blushes. Einmal ist es dieser wunderschöne Blush. Das ist der in ja, der 01 Spring Kissed Blush, der auch tatsächlich echt schön ist. Also der riecht nach Rose und der ist so schön marmoriert und ach, der sieht echt hübsch aus. Sieht auch so aus, als würde er so ein bisschen glänzen, ne? Das sieht man auch, ein bisschen ist gut. Ich mache den mal hier unten drunter. Und der ist schon sehr pinky, aber ich finde ihn ganz cool. Und der hat so einen leichten Goldschimmer mit drin. Naja, leicht würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der hat einen Goldschimmer mit drin. Und dann habe ich diese mega süße Palette, wo auch Love eingelassen ist. Und das ist auch dieses Blush-Trio in der Farbe 02 Spring Love. Dann hast du hier so eine Folie vorne drauf. Love is in the air. Und drei verschiedene Töne. Wahnsinn. Die swatche ich euch alle mal. Ui, die fühlen sich sehr schön weich an. Ui, ui, ui. Richtig wahnsinnig schön. Die sind matt. Und die kommen hier unten mal drunter. Du hast dann einen pinken Ton, einen rosafarbenen Ton und einen peachigen Ton. Richtig cool. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich die hier gleich verwenden werde, erstmal um zu blushen. Und das andere, der glänzende, den kann ich dann als Blush-Topper verwenden. Ich glaube, so mache ich das jetzt auch. Genau, dann nehme ich jetzt hier von BH Cosmetics einen Pinsel und gebe mir dieses. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es jetzt ein bisschen krass wird durch den Blush, ne? Mach mir jetzt erstmal diesen peachigen Ton so ein bisschen drauf. Okay, da gibt es Kickback in der Palette. Puste ich mal kurz weg und dann gibt es den hier ein bisschen auf die Apfelbäckchen und der Ton ist da. Also die Pigmentierung in der Palette ist definitiv besser als in der Lidschattenpalette. Wow! Da sieh mal zu, dass du den verblendet kriegst, Claudi. Ich ziehe mir den ja, wie gesagt, immer gerne so ein bisschen hoch. Eigentlich macht man sich den ja nur so auf die Apfelbäckchen. Aber ich finde es einfach natürlicher, wenn man so ein bisschen noch diese Röte hier hochbekommt. Weil wenn ich rot werde, werde ich auch. Ich werde sowieso im ganzen Gesicht rot, aber ne? So, den gebe ich mir dann auch nochmal auf die andere Seite. Gehe jetzt wirklich vorsichtig rein. Habe jetzt so leicht gestriffen und gebe mir den jetzt hier auf mein Bäckchen. Ja, ich glaube, der Pinsel ist dafür jetzt auch gerade nicht so gut geeignet. Eigentlich brauchst du für diese krasse Pigmentierung einen ganz, ganz fluffigen Blushpinsel, aber die sind jetzt gerade bei mir leider alle in der Wäsche. So, die Palette finde ich schon mal richtig cool. Macht echt, also einen frühlingshaften Rotschein auf die Wangen. ja, dann gehen wir jetzt mal zu dem Blush-Topper oder es ist ja auch ein Baked Blush and Highlighter, ne? Es ist ja ein 2-in-1 Produkt. Da gehe ich jetzt auch einmal wirklich vorsichtig einfach nur mal durch, um das hier mal so vorsichtig drüber zu tupfen. Oh ja. Das gefällt mir als Blush-Topper auf jeden Fall. Ich denke, dass man den auch einfach so tragen könnte, aber als Blush-Topper ist er schon mal richtig schön. Uiuiui. Dieser leichte Goldschimmer, ne, der gefällt mir richtig gut. Das finde ich cool. Ich meine, wir kommen gleich noch zu Highlighter, aber ich bin ja sowieso ein Fan davon, wenn man ein bisschen glänzt, ein bisschen Schein im Gesicht hat und nicht ganz so matt aussieht. Auch wenn ich viele matte Produkte verwende, damit man halt auch in dem Sinne nicht nur glänzt, sondern halt auch ja, so eine gesunde Mischung hat. Aber wenn ich so lächle, das ist dann schon sehr betont. Wow, das ist krass. Ja, auf jeden Fall, die beiden finde ich total schön. Also die machen mir Freude. Die machen ein frühlingshaftes Aussehen. Das gefällt mir. So, dann können wir jetzt weitergehen zu dem Highlighter.
Highlighter habe ich zwei verschiedene auch wieder gefunden. Und zwar ist das einmal ein Blush, also sind das Blush and Highlighter Drops, die hier drin sind. Was mich auch so ein bisschen an Catrice erinnert, aber Essence und Catrice, das ist ja eine Familie, dann dürfen die auch sich sehr ähneln. Und dann habe ich hier ein Duo Highlighter, der hingegen erinnert mich sehr an BH Cosmetics. Denn da habe ich auch so einen Highlighter, wo Blumen drin sind, zwei Farben, ne? Das ist, ja, erinnert mich halt dran. Das ist Shine Bright and Bloom. Und du hast die Farbe Bloom Day by Day. Genau. So, ich denke, dass ich mir die Highlighter Drops dann erst vorsichtig hier auftupfen werde und den Highlighter dann als Topper drüber geben werde. Also das ist schon sehr goldpink, ne? Das ist tatsächlich sehr zu vergleichen mit diesem hier. Also ich denke, dass das im Prinzip die gleiche Farbe sein könnte, weil das ist Baked Blush and Highlighter und das sind Blush and Highlighter Drops. Und die Farbe ist sehr ähnlich. Also beides mit so einem Rosé-Ton und dann halt so einem goldenen Schimmer. Ich riech mal. Ja, auch das riecht nach Rose, was ich unfassbar toll finde. Oh, ich liebe Rosengeruch. Ich gebe mir mal kurz ein bisschen hier so drauf. Und da siehst du schon, dass der wirklich sehr, sehr rosé ist. Dann verblende ich den mal so ein bisschen. Okay, du hast da mehr Glitzerpigmente als Schimmerpigmente drin. Das mag ich jetzt nicht ganz so gerne. Oh, es riecht so geil. Also, ich weiß nicht, ob meine Kamera das so auffängt. Auf jeden Fall sind da ganz viele Glitzerpigmente drin, was nicht ganz so mein Fall ist. Ich bin eher ein Fan von Schimmer oder von nassem Glow. Das mag ich auch lieber. Nun denn, den werde ich mir dann ganz, ganz vorsichtig, weil ich auch gerade gemerkt habe, wie schnell der trocknet, hier einfach so ganz eben auftupfen. Also ich mache jetzt erstmal so drei Punkte, wie du siehst, ne? Also das ist jetzt ganz vorsichtig, weil ich ein bisschen Angst habe, dass es zu krass werden könnte. Und tupfe den so ein. Ich schau mal, ob ich den mit dem Highlighter-Pinsel auch ein bisschen besser verblendet bekomme. Oh ja, das funktioniert gut. Da hilft dir der Pinsel ganz gut. Was man natürlich auch machen kann, mit einem Schwämmchen das zu verblenden. Dann wirkt der auch nicht ganz so übelst krass. Da der halt wirklich schnell trocknet, lässt er sich auch schwer verteilen und schwer ausblenden. Das finde ich ein bisschen schwierig, damit zu arbeiten, aber ich bin halt nicht so, ich kann nicht so gut mit Drops arbeiten, da bin ich ehrlich, ne? Das habe ich noch nicht so häufig gemacht, da bin ich halt noch nicht so geschult drin. Vor allem, wenn ich den jetzt so ausblende, dann sehe ich hier noch so ein bisschen die Kante und es wirkt so, als würde er einfach verschwinden. Das finde ich irgendwie ein bisschen So, ich unpraktisch. versuche den jetzt ein bisschen aufzubauen. Und tupfe hier wieder zwei Punkte hin. Gehe dann wieder mit dem Bella-Blender darüber. Ja, also so sieht das dann aus. Mir gefällt es jetzt nicht so gut. Also ich werde mir den jetzt auch noch auf der anderen Seite aufgeben, um das halt symmetrisch zu haben. Ja, und wenn man den direkt verblendet mit dem Schwämmchen, ist es besser. Aber ich finde es halt schon etwas fleckig. Und ja, es ist jetzt nicht so das, was ich jetzt als tolles Highlight bezeichnen würde. Für mich ist es nichts, deswegen werden die Highlighter-Drops auch leider nicht bei mir bleiben, weil ich die nicht verwenden werde. Nee, 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 nix, nix meins, nix, nix. So, ich verwende jetzt den Duo-Highlighter, um da einfach jetzt mal ein ordentliches Highlight reinzubringen. Ich kann den jetzt ja einmal swatchen, dafür gehe ich wirklich einmal durch die ganze Palette so durch. Der wirkt jetzt auch sehr dezent. Hat einen leichten Rosastich, aber wirkt echt sehr dezent. Den gebe ich mir jetzt hier nochmal drauf. Gehe komplett durch, habe Kickback in der Palette, klopfe ab und gebe mir das hier auf. Ja, das wird jetzt ein bisschen fleckig durch die Base, die halt da drunter ist, sprich durch die Highlighter Drops. Das gefällt mir jetzt so überhaupt nicht. Also merke, Highlighter Drops und ich, wir sind einfach keine Freunde. Ja, da verbinden sich die Texturen ganz merkwürdig. Und das sieht echt blöd aus. Also das gefällt mir gar nicht. An sich wäre es ein schönes Highlight, der auch in einem leichten Rosé-Ton ist, aber nee. Als Verbindung mit dem darunter sieht es doof aus. Naja, ich gebe mir das jetzt so ein bisschen noch auf die Nase, auf das Lippenherz. Aber es ist ein sehr, sehr dezenter Highlighter.
für meine Verhältnisse fast schon zu dezent. Auch so ein bisschen hier unter die Augenbraue, weil da einfach nicht viel rauskommt jetzt, ne? Da kommt nicht viel hin. Ist ein bisschen schade. Also von der Pigmentierung her gefällt mir dieser Highlighter nicht so besonders. Es ist sehr, sehr dezent. Also wer wirklich dezente Highlighter mag, kann sich den mal anschauen. Auch der wird nicht bei mir bleiben. Den mag ich nicht. Nein, nein, nein. So, jetzt mache ich mir eben einen Lippenstift drauf. Dann nehme ich hier den hier von Oriflame. Das ist die Farbe Love Red. Und der riecht gut. Und der sieht ziemlich cool aus. Den habe ich gewählt, weil ja, der Look so dezent ist, dass man einfach mal rote Lippen tragen kann. Und ich finde, der passt einfach immer sehr gut zu diesem Shirt. Das mag ich gerne. So, ja, ein Produkt habe ich tatsächlich noch. Das ist jetzt kein Fixing Spray, das ist ein Body Spray. Das ist auch dieses, ja, Body Mist in dem Sinne. Ne? Da sind 150 ml drin. Das habe ich mir auch geholt, weil ich liebe den Duft von Rosen. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es nach Rose riecht. Genau, das soll man einfach gut schütteln und dann von 15 cm Entfernung auf die Haut sprühen. Ja, das Einzige, was jetzt gerade frei ist, wäre tatsächlich auch mein Arm. Da sprühe ich es jetzt auch drauf. Oh, das riecht gut. Das ist schön blumig. Ja, das mag ich. Auf den anderen Arm kann ich es jetzt nicht machen, aufgrund der ganzen Swatches. Aber das ist schön. Das ist jetzt auch nicht... Ja, ein bisschen klebrig ist es schon, aber es ist angenehm. Es fühlt sich schön auf der Haut an. Und du riechst so, wie man aussieht. Blumig, frisch, frühlinghaft. Also, coole Sache. Das werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne jetzt im Frühling verwenden. Ja, ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich auch schon das Video und der fertige Look sieht dann tatsächlich auch so aus. Die einzigen Produkte, die ich tatsächlich weiterverwenden werde, sind die Lidschattenpalette, die Mascara auf jeden Fall, dann die beiden Blushes werde ich auf jeden Fall weiterverwenden. Die Highlighter waren jetzt nicht ganz so meins, ja, und finde ich ein bisschen schade, ne? Das hat den Look dann so ein bisschen gestört. Aber egal, so ist das Leben eben. Dafür testet man auch neue Dinge aus. Du kannst in diesem Video diese Lidschattenpalette gewinnen, die ich jetzt hier auch verwendet habe. Alles, was du dazu tun musst, steht unten in der Infobox drin. Verlosungen laufen bei mir immer ungefähr 4 Wochen. Und ja, meistens, eigentlich, du musst keinen Hashtag oder sowas verwenden. Du musst mich halt irgendwie darauf aufmerksam machen, dass du an der Verlosung teilnehmen möchtest, weil nicht jeder möchte teilnehmen. Und alle Bedingungen und so weiter stehen unten in der Infobox drin. Schau einfach mal vorbei. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Keep it simple. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich einmal kostenlos abonnieren, würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!